Ein mögliches Szenario sieht so aus, mit Autobomben an mehreren Orten in Deutschland gleichzeitig Anschläge durchzuführen. Wir nennen das Simultananschläge. Und wir sind in Deutschland hier noch vergleichsweise gut weggekommen, weil die SPD und Schröder damals gesagt haben, wir machen da nicht mit. Aber, das muss man klar sagen, wir sind Alliierte in diesem Krieg. Die USA führen den Irakkrieg von Deutschland aus. Ohne dass die Amerikaner aus Ramstein ihr ganzen Truppen und Logistik dorthin bringen, wäre ja der Krieg gar nicht so durchführbar. Wir sind nicht aktiv beteiligt, aber wir geben Hilfestellung unserem großen Verbündeten, damit er diese illegalen Kriege führen kann. Wir sollten also nicht immer nur auf Amerika gucken, ne? Sondern wir sollten unsere eigene Regierung auf die Finger gucken. Und da stellen wir eben schon seit längerer Zeit fest, dass offensichtlich Recht und Gesetz beim politischen Handeln nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Und da verweise ich mal auf das Grundgesetz, Artikel 20.3, wo ganz klar drin steht, dass die Exekutive und die Legislative an Recht und Gesetz gebunden sind. Das heißt, es gibt kein politisches Handeln außerhalb des Rechts. Wir sind dort mit der Bundeswehr am Hindukusch, weil wir dort die Freiheit Deutschlands verteidigen, weil diese Freiheit Deutschlands durch Terroristen bedroht ist. Und wir müssen dort in Afghanistan sein, um die Terroristen vor Ort zu bekämpfen, bevor sie zu uns kommen. Das ist sozusagen die Kommentarlinie und die Berichterstattungslinie in der gesamten deutschen Presse. Man ist gar nicht gewillt, sich mit den Fakten auseinanderzusetzen, weil dann müsste man ja die transatlantischen Bindungen, die ja Teil der deutschen Staatsräson sind, das geben wir alle Bundeskanzler immer wieder von sich, müsste man dann in Frage stellen. Das ist fatal. Wir wünschen, dass unsere Regierung immer nur unser Bestes will und nur für unser Gutes arbeitet. Und wenn wir jetzt auf einmal feststellen, dass die Regierung sozusagen unser ärgster Feind ist, dann ist das so eine schlimme Sache, so bricht sozusagen unsere Welt so total in sich zusammen oder würde es, dass wir es einfach nicht wahrhaben wollen. In dem Moment, wo man nämlich die Ungeheuerlichkeit sozusagen anfängt, auch nur zu denken, wird das Ganze furchtbar komplex und kompliziert. That would mean we would really have to review our constitution. We would really have to review our democratic system that work with people who are sometimes even not capable of doing what they are doing today. Die Firma General Electric ist sehr groß im Waffengeschäft. Andererseits gehört ihnen aber auch einer der größten Fernsehnetzwerke wie ABC. Also es ist ja ganz klar, dass es in diesem Konzern einen Interessenskonflikt sozusagen gibt zwischen den Kriegen, die also gut fürs Geschäft sind, und wie man über diesen Krieg berichtet. Forces of evil declared war. Why do they hate us? That's the question everybody's asking. Und jeder Chefredakteur steht in diesem Spannungsverhältnis zwischen objektiver Berichterstattung und seinem Verleger, der Geld verdienen will. Honestly, I think we should just trust our president in every decision that he makes, and we should just support that, you know, and be faithful in what happens. Do you trust this president? Yes, I do. Es ist wirklich ein nuttenhaftes Gehabe, wenn man als Journalist sich zwar auf Pressefreiheit beruft und sagt, ja, die Medien sind die vierte Säule der Verfassung. Die Medien sind offensichtlich nicht bereit, nachzuhaken, warum Bush nicht die Leichen ausliefert an die Familien und damit also eine objektive Identifizierung zu ermöglichen. Our people are going to find out the truth, and the truth will say that this intelligence is good intelligence, no doubt in my mind. Die Medien fragen nicht nach, wo denn die Abfangjäger geblieben sind. I'm working my way over to figuring out how I won't answer that. Die Medien fragen so viele Fragen nicht, die auf der Hand liegen, die jedem, der auch nur halbwegs ein bisschen kriminalistisches Interesse hat, wirklich direkt auf der Zunge liegen, sondern jeder, der fragt, wird als Verschwörungstheoretiker denunziert. Um das zu verhindern, auch die Gefahr, dass ja im Grunde genommen dann eine Art Mörderbande als Regierung rauskommt, die dann irgendwann am Galgen hängen könnte, beziehungsweise lebenslänglich eingesperrt wird, muss man das natürlich möglichst niedermachen. Und Bush hat es ja denn auf der UNO-Vollversammlung verlautbart, hüten wir uns vor Verschwörungstheorien, die nur von den wahren Tätern ablenken wollen. Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th. The
malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves. Allein das Nachrichtengeschäft kann über Geheimdienste, die Gott und die Welt abhören, sämtliche regierenden Figuren einer Republik, kann so interessant gestaltet werden, dass die teilweise auf Wochen die Meinungsführerschaft in einem Staat in der Medienlandschaft organisieren können, im Sinne derer, die ihnen das an die Hand reichen. I have great respect for the media. I mean, our society is a good, solid democracy because of a good, solid media. Das hat letztlich dann zu der Situation geführt, in der wir heute sind, dass 10-20% der Bevölkerung sich das ansatzweise vorstellen können, dass es tatsächlich ein Inside-Job gewesen war. Und es hat sich auch mittlerweile in den USA eine relativ große Bewegung aufgebaut, die dann auch die Aufdeckung dieser Ereignisse fördert. In Deutschland gibt es auch eine Bewegung, würde ich sagen, oder auch ein Bewusstsein. Die ist natürlich nicht ganz so stark wie in den USA. 50% des Américains veulent une nouvelle enquête du Congrès ou du Sénat sur le 11 septembre. Man muss eben Druck auf die eigene Regierung ausüben und so lange bohren, bis die tatsächlichen Geschehnisse, so wie sie abgelaufen sind, ans Tageslicht kommen. Dann kommen vermutlich andere Täter und Schuldige dabei raus, als die, die wir jetzt auf der offiziellen Täterliste haben. Howard Dean recently seemed to muse aloud whether you had advanced knowledge of 9/11. Yeah, look, there's time for politics. And, you know, it's time for politics, and it's an absurd insinuation. Mon esprit critique, lorsque j'observe les événements, les explications qui sont données ne me convainquent pas. J'aimerais bien que l'enquête soit réouverte et que soit fouillé un peu plus en profondeur ce qui s'est passé. Weil ich nicht damit einverstanden bin, dass Regierungen uns belügen und wir dem ganzen Glauben schenken sollen, ohne dass wir die Wahrheit dahinter erfahren. Man kann nicht einfach nur zusehen und schweigen, das geht nicht. Dann verliert man seine Achtung vor sich und vor den Menschen. Oui, je parle dans un micro, Emma, parce qu'on m'interroge. Bah, je crois que c'est assez clair, il suffit de regarder un petit peu les images, il suffit de s'informer, d'aller sur des sites internet et de sortir de la presse traditionnelle pour se rendre compte qu'on nous ment. On peut trouver sur internet le nom des gens responsables et des lobbies responsables dans le monde entier. Naja, ich meine, auf Internet sagen sie das schon eine Zeit lang und ich finde das absolut bescheuert, sagen wir mal so. Wenn eine Regierung anfängt, eigene Leute abzuschießen, ich meine, das kann doch nicht möglich sein. Tut mir leid, also ich finde es schwachsinnig. It's very important that we show the people that we are real people and that there are millions of us. Qui parle de ça? Ça fait quand même quelques années que l'événement est arrivé, ça fait quelques années qu'on explique les erreurs et personne n'en parle. We want an investigation, not a re-investigation, on what happened 9/11 2001. It's very important for world history that we know what happened that day. Move yourself and ask some questions because it's in evidence that we don't know what happened on this day, on the day of 9/11. It is very important to have the answer. And I think people should get together and, support each other. Il s'agit quand même de la personne, de l'être humain, de son respect, du respect de sa liberté.
alle Fachleute sagen, die Terroristen kommunizieren immer stärker mit Hilfe des Internet und auch dadurch, dass man auf Computer Zugriff hat, das geht ja gar nicht mehr mit E-Mails, wie man sich das so vorstellt, und dass man deswegen diese Möglichkeit braucht, in eng begründeten Ausnahmefällen auch auf den Computer Zugriff zu haben. Dafür braucht man eine Rechtsgrundlage, bisher hat man es ohne gemacht. Die Abschaffung grundgesetzlich verbriefter Rechte kann nur dazu dienen, Herrschaft einfacher zu machen in Zeiten der Krise, da sich die Bevölkerung darüber bewusst ist, dass ihnen das Geld dabei aus der Tasche gezogen wird. In jeder Krise verliert die Masse der Bevölkerung Einflussmöglichkeiten, Geld, Freiheiten, und damit ist es klar, dass also das Interesse von Herrschenden ist, dass die Situation beruhigt und bereinigt wird, und deswegen ist es natürlich auch klar, dass man sich Widerstandspotenziale nicht gerade hochzüchten sollte, sondern umgekehrt zurückgedrängt werden und im Keim erstickt werden sollen. We just need a change. We need change. We've had enough. And we are not going to let a bunch of crooks and robber barons take our beautiful Texas away. Wenn Leute demonstrieren, lässt man sie zwar demonstrieren, und Bush stellt sich dann noch hin und sagt, ja, das zeigt ja wieder, wie freiheitlich wir sind. Wir lassen ja auch mal samstags mittags 1 Million Leute über die Straße laufen. Das wird als Freiheit sozusagen dann noch inszeniert. When my grandchildren ask me someday, you know, what did you do? I say, well, at least I went to a demonstration, you know. Sie werden uns auch in den nächsten Krieg reintreiben. Die USA, wenn es nach denen ginge, würde ja schon Iran bombardiert. Die Pläne und alles ist vorbereitet. Es sieht so aus, dass man nur noch auf einen Grund wartet. If war is forced upon us, we will fight with the full force and might of the United States military, and we will prevail. Wir haben den 11.9. ja fast alle miterlebt. Unsere Kindeskinder werden das nur aus den Zeitungen nach und nach kennen, aber wir haben das ja alle gesehen. So einen schrecklichen Anschlag, der auch noch im Fernsehen gezeigt wird, sowas gab es noch nie. Also alle diese fatale Politik hätten wir ohne 9/11 nicht, und deshalb muss man 9/11 aufklären. Was ich mir wünschen würde, ist Mut zum logischen Denken. Mut dazu, Widerstand zu leisten, auch gegen Mehrheitsmeinungen, sich an das Grundgesetz und an das Völkerrecht zu halten und das einzufordern. Überall dort, wo einfach nur gesagt wird, ja, die Amis sind halt eben so, oder naja, das werden wohl halt eben schon Araber gewesen sein, die dann den 11. September gemacht haben und. Wenn sie Zweifel daran haben, wenn sie nach den Beweisen suchen dafür, dass es wirklich islamische Terroristen gewesen sind, dann nennen sie diese Zweifel doch. Wir müssen schauen, dass immer mehr Menschen wissen, was ist eigentlich wirklich los? Was sind die Motive? Sie müssen einfach wissen, was uns erzählt wird. Das stimmt einfach nicht. Wir haben keine Fakten, sie haben keine Beweise, aber sie haben genügend Chuzpe, Hunderttausende von Menschen in den Kriegen, die zufälligerweise auch noch ihren Interessen dienen, umzubringen. Wir wissen, dass durch die Geschichte Regierungen zu allem fähig sind. Sie können unglaubliche Verbrechen begehen, sie können ihre eigene Bevölkerung sozusagen opfern, um eine Absicht, eine Strategie, einen beschlossenen Krieg dann verkaufen zu können an die Bevölkerung. I'm a war president. I make decisions here in the Oval Office in foreign policy matters with war on my mind.